wir jetzt den letzten Dreck, was die Legenden alle gesagt haben, das ist jetzt auch der schöne Kontrast, und ich, da warten alle jetzt drauf, was sie wirklich zu den Fans sagen. Hallo Freunde und Fans vom MSV. Wir hatten sehr viel Arbeit mit der CD Wir sind die Fans vom MSV. Aber es ist uns gelungen, eine CD zu produzieren, die es so noch nie gab. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die uns geholfen haben bei diesem Produkt. Euer Dagmar Albert Horn. Danke. Ich kann mich dagegen nur voll anschließen, will aber unsere Legenden herausstellen, die sich voll eingebracht haben. Allen voran Michael Tönnies mit den anderen Spielern, die ihr gleich hören werdet. Wir widmen unsere CD euch, den fantastischen Fans vom MSV. Euer stolzer Kultdirigent Armin Knäs. Ich freue mich an dieser CD zugunsten des MSV Duisburg mitwirken zu dürfen, zusammen mit Dagi und Armin und den Legenden des MSV Duisburg. Ich hoffe, dass durch den Erlös dieser CD wieder ein Teil dazu beigetragen werden kann, damit bessere Zeiten wieder für den Verein zukommen, und wünsche dem Verein natürlich und auch den Fans von Herzen alles Gute. Euer Flügelflitzer von 1989 bis 1996, Ferschen. Hallo Fans vom MSV, ich möchte mich noch einmal bei euch bedanken für alles, was ihr für mich getan habt. Euer Michael Tönnies. Hallo MSV-Fans, ich möchte mich bei euch für die tolle Unterstützung in der schweren Zeit nach dem Lizenzentzug bedanken. Euer Sven Volkers. Hallo MSV-Fans, ohne euch gäbe es uns nicht. Ihr seid das Herz des Vereins. Euer Ivo. Hallo liebe MSV-Fans, als gebürtiger Meisterjäger habe ich 405 Bundesligaspiele gemacht und diese nur für den MSV. Euer Michael Müller. Liebe MSV-Fans, hier spricht der Kapitän des Vizemeisters 1973-74. Die Jungs aus Meidrich richten die Grundlage für alles, was den MSV heute ausmacht. Es waren folgende Spieler: Eier Krämer, Ludwig Nollen, Heinz Verstrich, Werner Lotz, Peter Danzberg, Horst Dix, Michael Beller, Manfred Müller, Detlef Giersig, Harald Heidemann. Ich wünsche euch und dem MSV alles Gute, euer Günter Preuß. Hallo, liebe Zehmer-Fans, hier ist euer Zehmer-Erinnert. 1980 durfte ich als MSV-Kapitän die deutsche Europameisterschaft den Pokal in den Händen halten. Da war ich unheimlich stolz. Aber 2013 war ich noch stolzer auf euch, weil das, was wir getan haben für den MSV, war einzigartig, war sensationell. Aber der Weg ist noch nicht zu Ende. Wir müssen noch weiter miteinander arbeiten, um dahin zu kommen, wo der MSV hingehört. Das wünscht euch eure Legende, Werner Dietz. Es ist der Sommer der Solidarität. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Und geteilte Freude ist doppelte Freude. Das ist gelebte Solidarität, und so geht die Tradition. Euer Stadionsprecher Stefan Leibniz.